Nein, das sind ja Käfer, Mann. Ja, wenn das Blut noch so rauskommt und so. Gerestete Grillen. Das ist noch, das Auge ist noch dran. Seid ihr soweit? Auf jeden Fall. Ich hoffe. Alter, was geht ab, Leute? Hunger geht am Start. Chong und Tati. Wir haben was bekommen. Die nennen sich Wicked Cricket. Kuss geht raus. Danke, dass sie uns das geschickt haben. Wollte ich hier unbedingt mal probieren. Habe ich gesehen. Link ist in der Beschreibung. Ein Probierpaket haben wir bekommen. Ich weiß noch gar nicht, was es ist. Lass dich überraschen. Okay. Lass dich überraschen. Sticker. Hier so undercover. Was Johnson sieht. Such dir einen Geschmack aus, Tati. Will das für anfangen? Ja, ja. Okay, das können wir später machen. Das ist ja süß. Fangen wir mal mit. Ah ja, okay. Das ist relativ einfach. Fleur de sel. Was? Fleur de sel, das ist Salz oder Meersalz. Okay, was ist das? Lass dich hier überraschen. Was siehst du, das ist was? Nein, Salz, Mann. Ach so. Oh, das sind ja Käfer, Mann. Also das hier sind jetzt geröstete Grillen. Für die Seele, also für die Seele, ja. Nicht für die Seele, Mann. Mit mehr Salz. Oh mein Gott, das ist sogar noch in Alufolie, das nicht stinkt. Jetzt ist okay. Die Frage, wie das riecht. Also es riecht nicht durch, okay, schon mal gut. Das Gute ist ja, ich war schon mal in Thailand und da habe ich auch schon mal so Insekten gegessen. Und deswegen kenne ich den Gott. Geschmack, deswegen ist es nicht so schlimm, glaube ich, für mich. Kann man mal dran riechen? Ja, es riecht wie erst mit geröstete Erdnüsse. Das riecht wahrscheinlich nach gar nichts, also nichts Schlimmes. Aber hat schon Geruch, also man riecht schon was. Also ist nicht schlimm auf jeden Fall. Ja. Gerestete Grillen. Da ist noch das Auge ist noch dran. Ja, nur die Dinger sind nicht dran, oder? Ah, die Flügel sind auch noch dran. Ja, die Beine und so, mit diesen Widerhaken wahrscheinlich. Ja, aber hier die Flügel sind noch dran. Da. Ja, ich esse es. Hier, wo gehen wir hin? Oh, ich hab's vergessen. Schmeckt ein bisschen wie Erdnüsse. Schmeckt für mich wie so ein Snack eigentlich. Also so viel Nüsse halt, aber. Ganz lecker. Bisschen hohl innen. Schon lecker. Ja. Ich glaube, die schmecken besser, wenn sie frisch sind. Weißt, wenn sie noch lebendig sind, das schmecken viel geiler. Ja, wenn das Blut noch so rauskommt und so. Wow. Und es noch warm ist. Wenn der Saft noch so rauskühlt. Ganz lecker. Ja, aber schmeckt. Und so ein bisschen Salz dann so drüber. Mit Sicherheit total eiweißreich. Schmeckt einfach wie. Ja, schon, wie so eine Nuss, wie so ein Snack einfach, ja. Hier mal die Verpackung. Boah. Es hat jetzt keinen starkes Aroma, keinen irgendwie schlechten Geruch oder sowas. Ein Grabbel mit mir, steht da. Aber im Nachgeschmack echt so wirklich so nussig, gell? Ja, ja. So ein bisschen Salz noch. Nussig. So ganz zum Schluss so voll nussig, ganz geil. Schmeckt ein bisschen nussig irgendwie, gell? Ja, das ist ja noch basic, das ist nur Salz, oder? Ja, genau, das ist nur Salz. Ja. Kann man ja wahrscheinlich auch irgendwie kochtechnisch dann irgendwo rein. 41 Gramm reinstreuender. Ja, klar, auf Salat oder? Ja, Salat, Alter. Alter. Auf Salat schreiben. Salat, ja, Mann. Lass mal Salat bestellen. Ja, ist ernst, geil. Wir können mal was machen. Jetzt machen wir mal weiter. Probieren wir mal die hier. Allgäuer Wildkräuter. Aber das sind jetzt alles nur Grillen, gell? Ja. Ich bin auf die hier gespannt, Mann. Was ist das? Zimt, oder? Zimt und Zucker. Mein Gott. Ganz zum Schluss. Ja, die schauen so ähnlich aus wie die anderen. Ja, ja. Das sind alles Grillen. Das ist alles. Achso, das ist alles Grillen. Ja, ja. Achso. Das sind nur andere Dinge. Andere Geschmäcker. Ja. Hier Chili-Limone. Alter, Chili-Limone? Ja. Boah, das klingt echt krass. Und riecht es nach Allgäuer Wildkräuter? Ja, riecht schon ein bisschen so. Aber riecht anders als der davor. Das riecht ein bisschen anders. Mhm. Extremer. Bisschen. Naja, High-End, Alter. Mhm. Schmeckt anders. Ich meine echt nach Wildkräuter. Geil. Krass. Das ist so wie, als würdet ihr ein Stück Natur. Oh, die sind echt geil, Mann. Das ist so wie, als würdet ihr ein Stück Natur. Schön knusprig.
knusprig oder der Geschmack gut kommt. Gewürzt. Alter, ist gut, Mann. Ja, und man erkennt eigentlich gar nicht, dass es Ding sind. Die sehen jetzt nicht so, nicht widerlich aus. Also, in Thailand waren die schon so groß. Ja, ja, natürlich. Die waren ja schon so, Mann. Das ist auch so Skorpione am Spieß und so. Ja, Mann. Alter, die sind echt lecker. Die sind echt geil, Mann. So, ich habe jetzt hier rosa Pfeffer. Was ist rosa Pfeffer? Okay, was ist das? Das riecht man schon. Ja, rosa Pfeffer oder rosa Pfefferbeere ist halt so eine Pfefferart. Aber man riecht es schon. Boah, riecht schon geil. Hm. Boah. Rosa, ja. Geil. Genauso. Genauso schmecken rosa Pfefferbeeren. Ja, das ist ja voll pfeffermäßig. Sehr heftig. Als würde man so ein bisschen in einen Pfefferkorn beißen. Boah. Genauso schmecken die. Nur mega. Pfeffer. Aber überleg mal, du machst so eine Mischung, weißt du, von allen so. Ja. Und dann tust du rein und hast du dann so verschiedene Geschmäcker im Mund, oder? Ich nehme schon wieder alle einzeln. Weißt du? Ja. Geil, Mann. Einmal nochmal. Jetzt, der klingt am geilsten. Ja. Der klingt echt am geilsten, Mann. Gereste Grenzen. Also alle schmecken bei uns echt so intensiv, wie auch draufsteht. Ja. Und dann ist das hier mit Sicherheit richtig geil. Darauf bin ich echt gespannt. Und auf das hier natürlich. Ja, es geht. Aber die schauen echt so eigentlich eher so aus wie so getrocknete Chilis, Mann. Ja. Ja, gut. Sag, das ist nicht so käfermäßig. Vom Geruch her ist es jetzt nicht so. Wow. Okay. Die sind scharf, Alter. Ich hab sie direkt. Boah, ich hab sie voll in den Rachen reingekommen. Bisschen scharf, gell? Aber auch lecker. Alle gut, Mann, die kann man alle snacken. Ja. Boah, ich kann das nicht essen, das ist so scharf. Das ist halt ein gesunder Snack eigentlich, gell? Das ist echt gut. Weil es ist ja nicht so. Das ist ja sehr eiweißhaltig. Okay, das ist schon. Schon scharf, gell? Boah. Haut schon rein. Mal setz auf. Boah, das war heftig. So, und dann noch gibt's noch ein Dessert. Was ist das? Zimt und Zucker. Zimtzucker. Oh, das schmeckt bestimmt krass. Kennt ihr Zimtzucker von Krebs? Ach so. Ja. Auf Krebs endgeil. Ja, oder mit Ei oder mit Apfelküchel oder sowas. Oh mein Gott, ein Apfelküchel, ey. Können wir auch mal machen. Jetzt schon, können wir auch mal machen, oder? Ja, ich bin allergisch gegen Apfel. Mach dich. Nimm mal Bier nehmen. Ja, Bier nehme ich auch allergisch. Boah, das riecht echt schon so. Zimt riecht ja immer stark. Echt gut, Mann. Stabil. Passend zur Weihnachtszeit. Geil. Ich find's geil. Okay. Schön karamellisiert, Mann. Hey, schmeckt wie Cineminis. Geil. Ja. Geil. Also wenn eure Kinder mal Cineminis mit Cornflakes mit Milch schmeckt, bestimmt endgeil. Richtig geil. Auch lecker. Echt länger. Ja. Schade, dass sie so klein sind, aber dass die Grillen nicht größer sind. Ja, das sind halt keine asiatischen Grillen. Also so von der Weite sieht es aus wie so Schoko-Crispies, weißt du, diese? Ja. Ja, ist doch so gut. Alles zusammen in eine Schüssel. Ein paar von. Ernst lecker. Können wir noch ein paar von den Chili-Dingen hier? Ernst lecker. Echt wirklich gut, Mann, ja? Nice. Krasser Scheiß, Alter. Aber da gibt es wahrscheinlich noch mit anderen Tieren und alles auch noch, gell? Wahrscheinlich. Ja, man kann halt direkt. Wie gibt's denn? Ja, auf jeden Fall checkt deren Website ab. Ja, Mann. Echt coole Sachen. Das ist die Zukunft, Leute. Ja. So wie wir momentan weitermachen, geht sich lange gut. Das habe ich. Gesunde Snacks, Mann. Mehlwürmer müsst ihr essen. Gesunde Snacks. Ja, Mann. Mehlwürmer sind geil. Haben die auch? Die haben das nicht geschickt, ja. Alter. Ich habe sogar Rezepte auch. Heuschrecken. Ui, ja. Was ist das? Ah, ich habe Heuschrecken gegessen. Was heißt Grillen, das? Ja. Grillen sind kleine. Ja. Heuschrecken habe ich gegessen. Die sind größer. Heimchen. Heimchen? Auch, glaube ich, Grillen sind das.
So, welche Dinge, Heuschrecken. Und die Mehlwürmer habe ich gegessen. Die waren total geil. Also, ich habe mir eine Doku angeschaut, wie wir Insekten essen und so. Ja. Was haben die da gesagt? Ich muss kurz überlegen, kurz, dass die, dass das Geile an Insekten züchten ist, dass das mega einfach ist, ja, sehr umweltschonend ist auch, weil sie sich so krass vermehren. Und glaube ich, du machst mit einer Lade, also einmal züchten, machst du, glaube ich, über Millionen an Grillen. Und es ist halt so krass einfach, das ist kein Aufwand, Grillen zu machen. Und die sind halt gesund und auch haben Eiweiße gesund, und alles drin. Proteine. Also, ist echt nicht schlecht. Gesunder Snack. Also wer von euch sowas noch nie gegessen hat, probiert's mal auf diese, wie heißt das? Wicked Cricket. Wicked Cricket, ja, Mann. Wicked Danke. Cricket, macht geiler sich. Name. Genau. Wicked Cricket. Und alle Sachen, die da beschrieben wurden, also den Geschmäcker wirklich getroffen. Und mega der, geil, Mann. Und deren Slogan ist, iss oder sirbt. Okay, das war's von uns, Leute. Gebt gerne Like, Kommentar, Abo. Checkt die Videos ab. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon mal Insekten gegessen habt. Ansonsten folgt uns auf Twitch und schaut bei den Livestreams vorbei. Das war's von uns. Vergesst nicht, serious business.